Und er ist Politiker oder sozusagen Europaabgeordneter, Biobauer, hat auch laut Biografie auf seiner Webseite 30 Bienenvölker, gell? Aufpassen, bei Baerbock hat man gesehen, was passiert, wenn da irgendwelche Sachen auf der Webseite stehen, die nachher, ja? Also ein Imker auch. Einer, der sich auskennt bei unseren Themen und einer, der mit einer Energie in Brüssel tätig ist, wo ich sage, Hut ab, mein lieber Scholli. Er kämpft gegen Tiertransporte und allerhand andere Dinge, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Von seiner Webseite zum Beispiel habe ich gelesen, dass diese Waldbrände ja auch in Tschernobyl bis ein paar Kilometer an den Reaktor hingegangen sind, Leute. Wo stand das? In welcher Zeitung? Gell? Wenn wir dann daran denken, dass die Franzosen jetzt immer noch jetzt wieder Atomkraftwerke bauen wollen und so weiter. Also, wir können alle froh sein, dass Thomas Weitz für uns im Europaparlament ist. Und bitte, es ist, glaube ich, der Herr, der die Hälfte des Jahres in irgendwelchen Schlafwagen der österreichischen Bundesbahn verbringt. Er fliegt nicht oder fast nicht, ich weiß nicht, ob er überhaupt, also wann immer möglich, einer der wahrscheinlich ganz wenigen Europaabgeordneten, Europa ist groß, die konsequent mit der Bahn reisen. Thomas Weitz. Schönen guten Abend und ich danke herzlichst für die sehr, sehr freundlichen Begrüßungsworte. In der Tat werde ich Sie später verlassen und dann nach Göttingen fahren, um dort in den Nachtzug zu steigen, um von dort weiter nach Wien zu fahren. Ich danke Ihnen herzlichst für die Einladung. Ich habe keine Präsentation mitgebracht, sondern nur mich selbst. Aber einen kleinen Schwindelzettel habe ich mit, falls ich irgendetwas vergesse. Und ja, auch danke für die Erwähnung der B-Week. Ich habe das selbst recherchiert, während ich dort im Saal saß. Und das sieht man auch, wenn man möchte, kann man heute über das Internet sehr schnell sehr viel über Menschen herausfinden und auch sehr viel über die Hintergründe, weshalb jemand was tut. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin aus Österreich, ich habe einen Betrieb an der slowenisch-österreichischen Grenze. Es ist ein Bergbauernbetrieb auf etwa 800 Meter Höhe. Im Moment wirtschafte ich mit 70 Völkern, die kann man auch sich gerne anschauen kommen, wenn jemand das kritisch durchleuchten möchte. Und nur für Sie alle, damit Sie mich einordnen können, ich bin ein reiner Standimker, ich wirtschafte biologisch, es ist ein Hügelgebiet oder Mittelgebirge mit vorwiegend Mischwald, unter anderem auch Edelkastanie und Linde und ich habe ungefähr einen Ertrag von 25 bis 30 Kilo Honig pro Volk, was an der Lage liegt und an der Tatsache, dass ich als Standimker eben nicht wandere mit meinen Völkern, das zu dem Hintergrund. Ich wurde gebeten, etwas darüber zu sprechen, was sich so auf der europäischen Ebene tut, wie es aussieht mit Politik, die in Richtung Bienenschutz, in Richtung Imkerei, in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft geht. Und ich möchte meinem Vorredner herzlich danken, weil das ermöglicht es mir, meinen Vortrag zu kürzen, sodass wir vielleicht doch noch zu einem kleinen Stück Diskussion kommen, nämlich die ganzen Fragen rund um die Landwirtschaftspolitik. Ich habe mir vorgenommen, drei Themen anzusprechen, die uns als Imker das Leben schwer machen. Wobei das, und die drei Themen sind auf der einen Seite die Wetterextreme, da komme ich später dazu. Auf der zweiten Seite all die Fragen von Landwirtschafts-, Biodiversitätsverlust, die Frage, ja, wo sammeln denn unsere Bienen denn eigentlich noch was genau ein? Und aber auch die Frage von Behandlung, von medizinischen Fragen, von Krankheiten. Und das möchte ich vorziehen, weil ich schon bei Ihnen gesehen habe, dass Sie Schulungen anbieten. Und das finde ich sehr erfreulich. Eine Frage, die ich mir zuerst einmal stelle, ist, wie sieht es mit der Forschung aus? Ich habe gesehen, dass Sie sehr viel zur Resistenzbildung Vorträge noch haben. Die Frage ist aus meiner Sicht, wird das entsprechend mit Förderungen von der europäischen Seite unterstützt? Ja oder nein? Die Antwort ist noch nicht genug, denn genau in diese Richtung muss es gehen. Aber ich möchte auch zwei andere Dinge ansprechen, nämlich die Frage von Varroa und wie wir behandeln. Ich weiß ja nicht, wie Sie genau wirtschaften. Ich selbst wirtschafte nach biologischer Wirtschaftsweise. Nur mittlerweile sind ja die Behandlungen
Behandlungsmethoden, die wir im Biolandbau entwickelt haben, sehr weit verbreitet in der allgemeinen Imkerei. Und da möchte ich nur ganz kurz ein Thema ansprechen, das mich sehr stört. Viele von uns und von Ihnen werden auch mit Oxalsäure behandeln. Ich bin mir sicher, möglicherweise auch mit Oxalsäureverdampfung. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, wenn man da mit der Gasmaske dann am Bienenstand steht. Aber die Oxalsäure ist zwar für unseren Magen völlig ungefährlich, für unsere Lungen allerdings nicht. Allerdings, dass wir dazu eigentlich gezwungen werden, die Oxalsäure, die zugelassen ist von diversen Unternehmen, für ein Heidengeld zu kaufen, während man diese Substanz sehr, sehr günstig kiloweise in der Apotheke beziehen kann, ist etwas, was mich sehr stört und wo ich denke, dass wir auch unsere Gesetzgebung entsprechend verändern müssen, damit wir der Imkerei auch erlauben, hier günstige und naturnahe Methoden anzuwenden. Und ein zweites möchte ich kurz ansprechen, und das ist die Frage von Kleinimkern und Imkerinnen. Wir haben ja es ging heute schon um Unterschriften und Unterschriftensammlungen. Wir hatten ja bemerkenswerterweise mehr als 1 Million Unterschriften auf dieser Bürger-Bürgerinnen-Initiative, europäischen Bürgerinnen-Initiative, retten wir die Bienen und Bauern. Und das war sehr bemerkenswert, dass selbst in dieser Covid-Zeit diese Unterschriften zusammengekommen sind. Das wurde auch gehört im Europäischen Parlament. Aber da sieht man auch, für wie viele Menschen die Imkerei interessant geworden ist. Wie ich angefangen habe, vor 25 Jahren zu imkern, da war das noch eine sehr starke Nische in der Gesellschaft. Kaum jemand wusste Bescheid über Bienen, kaum jemand hat sich dafür interessiert. Mittlerweile hat das eine Breite erreicht, die bemerkenswert ist. Und das bringt uns natürlich auch viele neue Mitglieder in den Vereinen. Es bringt uns viele Auszubildende in den Ausbildungen. Es bringt uns auch viele, die sagen, na, jetzt stelle ich mir ein Bienenvolk in den Garten. Und es ist auch schön, dass sich die Menschen dafür interessieren und es sorgt auch für Nachwuchs. Es sorgt aber auch für Probleme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen hier geht mit amerikanischer Faulbrut. Bei mir ist das ein Thema. Ich arbeite professionell, meine Mitimker im Verein arbeiten professionell. Ich prüfe jedes Volk mehrmals im Jahr, schicke ich die Proben ein. Wenn irgendwo eine erhöhte Sporenkonzentration ist, weiß ich, was zu tun ist. Ich kann damit umgehen. Nur wir haben das Problem, dass sehr, sehr viele Kleinimker und Imkerinnen ihre Bienenvölker nicht registrieren, sich nicht auch nur im kleinsten Sinne ausbilden lassen und wir deshalb immer wieder Infektionsherde haben, die gerade von neuen Imkerinnen und Imkern kommen, die sich auch nicht so gut auskennen und die sich dann auch nicht so gut kümmern um die Völker. Und ich weiß nicht, wie sehr das bei Ihnen ein Thema ist, aber ich denke, das ist etwas, worauf wir hinarbeiten müssen auf der europäischen Ebene, in Deutschland, in Österreich, wo wir unsere Imkereien haben, dass es hier auch zu einer gewissen Minimalverpflichtung einer Schulung kommt und einer Registrierung auch von kleinen Imkerinnen und Imkern, die mir sehr willkommen sind. Lassen Sie mich als nächstes zu den Wetterextremen kommen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht so in Ihren Betrieben, aber bei mir war dieses Jahr der Fall, dass das Frühjahr letzten Jahres war wunderschön. Sehr früh, bereits Ende Februar, hat alles Mögliche zu blühen begonnen. Der Hasel, die Weiden in voller Pracht. Meine Bienen haben sich wunderbar entwickelt. Super tolle Volksentwicklung, ganz früh große Brutnester. So, und dann kam Ende April, 8 Wochen Kälte, Regen, bei 8 Grad, bei 6 Grad, bei 10 Grad. Ich bin dann im Mai gegangen und habe meine Bienen gefüttert. 2 Völker habe ich übersehen, da war ich zu spät. Einige andere waren knapp dran. Ich habe nicht damit gerechnet, hatte ich noch nie, dass ich im Mai Bienen füttern gehe. Da tue ich normalerweise den ersten Honig ernten. Okay, dann war die kalte Zeit vorbei, dann wurde es schön, dann wurde es warm und immer wärmer und noch wärmer. Gut, und dann hatten wir 2 Monate lang jeden Tag über 30 Grad bei kaum Niederschlag. Zum Glück war die Blattlauspopulation heuer gut, weil es keine extremen Wetterereignisse im Sinne von Gewittern gegeben hat und ich konnte noch ein wenig Waldhonig spät ernten. Allerdings habe ich noch nie so spät geerntet wie heuer. Meine Waldtracht, und ich habe es beobachtet, und normal ernte ich Anfang August, ernte ich ab und dann ist fertig. Und meine Waldtracht ging weiter und weiter. Und nachdem ich ohnehin keine Ernte hatte, habe ich gesagt, okay, probieren wir es, tun wir Varroa-Zahlen prüfen. Und da habe ich noch ungefähr die halbe Ernte zusammenbekommen. Aber es ist mittlerweile so, dass eigentlich jedes Jahr irgendwelche Wetterextreme sind. Extreme Regenfälle, extreme Trockenheit, Kälte, Hitze zu ungewöhnlichen Zeiten. Und da komme ich auf einen Punkt zurück, wo halt die Frage steht, na gut, wer sind da, was ist da los? Und wir wissen alle, das ist Klimawandel, das sind die Auswirkungen des Klimawandels. Und ich kam gerade von der COP26 zurück letzten Sonntag, wo genau es um diese Dinge gegangen ist und um die Frage, gut, schafft es die Menschheit hier jetzt entsprechend gegenzusteuern?
Und wenn nein, warum nicht? Denn das ist so die Frage, die Sie mir hier aufgetragen haben, zu referieren. Und wo sind denn hier die Gegnerinnen und Gegner? Und das war dann schon relativ erschreckend auf dieser Coop wieder. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal auf so einer Veranstaltung waren. Aber da ist dann, da sind die Verhandlungssäle, aber rund um die Verhandlungssäle ist so etwas wie eine Messe, was, wie so eine Ausstellermesse, wo dann ganz viele Unternehmen sich präsentieren, Staaten sich präsentieren. Die haben da präsentiert, was sie vorhaben und wohin sie wollen. Und dieser Rundgang in dieser Halle war durchaus beängstigend. Denn Wasserstoff aus Gas, das ist die Lösung. Nein. Nuklear, es war eine Riesengruppe an Atomlobbystinnen und Lobbyisten da. Ja, mit Atom retten wir das Klima. Nein. Russland hat wunderbare Präsentationen gemacht, wie sie alle europäischen Kohlekraftwerke künftig auf Gaskraftwerke umrüsten können, das selbstverständlich aus Russland kommt. Nein. Und so ging das weiter und weiter und weiter. Unternehmen, die erklären, wie sie bis 2050 klimaneutral werden, indem sie Offsetting betreiben. Was heißt Offsetting? Offsetting heißt, ich finde irgendwo auf der Welt irgendjemanden, der für mich Bäume pflanzt, als Beispiel. Allein das, was Shell an Offsetting ankündigt bis 2050, bräuchte dreimal die Fläche der Niederlande. Abgesehen davon, dass dieses Land so nicht da ist, abgesehen davon, dass ja Shell nicht alleine auf dieser Welt ist, sondern alle dieses Offsetting betreiben wollen, aber wo wird denn das stattfinden? Naja, im globalen Süden, das nennt sich dann Landgrabbing. Also schön, das sind so die Ansätze. Die Verhandlungen sind eigentlich ganz gut verlaufen anfangs, wir sind zurück zum 1,5-Grad-Ziel. Wir haben erstmals erwähnt, dass es so etwas wie ein Ende von fossilen Förderungen geben soll. Gut, kann man sagen, erstmals erwähnt auf der 26. Klimakonferenz. Aber es ist ein Fortschritt, es ist ein Fortschritt. Ne? Auch zum Beispiel auch, dass wir entsprechend in die Speicherung und in die Anpassung investieren sollen. Und da wird es interessant für uns und da komme ich zurück zu den Extremwetterereignissen. Ich kann Ihnen vorhersagen, die Klimaerwärmung findet bereits statt, das wissen Sie alle, wird auch weiterhin stattfinden und wir werden das möglicherweise einbremsen können, aber nicht unter 2 Grad. Es deutet nichts darauf hin. Ich möchte hier jetzt keinen Pessimismus verbreiten, ich kämpfe jeden Tag so viel und so gut ich kann dafür, ein positives Ergebnis zu erzielen. Nur dennoch sollte man den Realitäten ins Auge schauen, gerade wir, die wir mit der Natur arbeiten und von der Natur ja abhängig sind mit unserer Arbeit, sollten wir uns darauf einstellen, uns zu adaptieren, uns anzupassen. Und das ist auch etwas, was ich in meinem eigenen Betrieb sehe. Ich muss alte Arbeitsweisen überdenken, damit ich als Imker noch überleben kann und damit ich noch eine Produktion habe und damit es meinen Bienen auch noch gut geht. Das heißt, Erntezeiträume verschieben sich, das heißt, Maßnahmen verschieben sich. Und ich denke, das ist ganz wichtig und das wollte ich Ihnen auch mitgeben für unsere Verbände, für unsere Schulen, dass wir hier offen sind und hinschauen, wie verändert sich alles und was heißt das für uns, wie wir uns in unserer Wirtschaftsweise verändern müssen und sollen, wenn wir weiterhin unsere Betriebe am Laufen halten wollen und auch erfolgreich wirtschaften wollen. Wo kommen die Widerstände her? Naja, es ist nicht so schwer zu beschreiben. Russland lebt von Gas- und Ölexport. Wenn sie das nicht mehr haben, haben sie ein riesenwirtschaftliches Problem und sind nicht bereit umzustellen. Dasselbe gilt für Saudi-Arabien. Es ist aber auch zum Beispiel Indien, hat riesige Mengen an armer Bevölkerung, die tun sich schwer mit dem Kohleausstieg so schnell. Aber Sie müssen sich mal ansehen, wer sind die höchst notierten Unternehmen auf den Börsen weltweit? Es sind Unternehmen, 7 von 10 Unternehmen sind direkt oder indirekt Öl- oder Gas- oder Kohleunternehmen. Und da weiß man schon, wo da die Widerstände herkommen in unserer Arbeit im Europäischen Parlament. Und es hat ja diese neue Kommission, muss ich sagen, hat das schon erkannt. Und hat auch versucht mit dem Green Deal, und ich komme da später noch dazu, zu einigen Detailmaßnahmen, hat versucht hier ein ambitioniertes Programm darzustellen. Es waren auch unsere Verhandler und wir waren auf dieser Klimakonferenz sehr gehört, weil wir die einzige Region der Welt sind, die jetzt ökonomisch bedeutsam ist, die schon tatsächlich ein Gesetz in der Pipeline hat, die tatsächlich schon Maßnahmen ergreifen kann, wo jetzt die Planungsphase vorbei ist und jetzt Geld investiert wird in den Umbau des Verkehrs, der Energieerzeugung oder wie wir unsere Häuser heizen und wie wir Energie verbrauchen. Also insofern hat sich Europa hier relativ positiv darstellen können und eine gute Rolle einnehmen können, aber auch innerhalb Europas haben wir gewaltigen Widerstand.
Lassen Sie mich deshalb zum Thema kommen, das wir ja vorher schon sehr stark angesprochen hatten. Ich danke nochmal ausdrücklich dafür. Und das ist die Landwirtschaftspolitik. Und das ist das, was uns ja als Imker und Imkerinnen ganz unmittelbar betrifft. Wie unsere Umgebung aussieht und wie diese GAP aussieht. Und ich spare mir all die Beschreibungen, die Sie bereits bekommen haben, und gehe auf ein paar Themen ein, wie denn das so gelaufen ist. Wir verhandeln das jetzt nicht seit 3,5, seit 5 Jahren verhandeln wir diese gemeinsame Agrarpolitik. Und es waren äußerst, äußerst, äußerst zähe Verhandlungen. Die ursprünglichen Vorschläge folgen einem Modell, dem wir alle ausgesetzt sind. Die europäische Agrarpolitik war ursprünglich dazu gedacht, Europa vom Hunger zu befreien. Und das war 1955 oder in den frühen 60er Jahren auch tatsächlich wichtig, dass wir in erster Linie für die europäischen Bevölkerungen günstige Lebensmittel zur Verfügung stellen. Ja, auch in die Modernisierung der Landwirtschaft investieren. Wobei Modernisierung nicht immer Industrialisierung heißen muss, das möchte ich hier angemerkt haben. Nur spätestens seit den späten 70er, frühen 80er Jahren dient die Agrarpolitik nicht mehr in erster Linie für günstige Lebensmittel, sondern dafür, die europäische Landwirtschaft weltmarktfähig zu machen und weltmarktfähig zu halten. Europa ist der größte Agrarexporteur der Welt. Und jetzt vergleichen wir mal ungefähr die Größe, die Europa hat und die andere Landmassen haben. Und dann weiß man schon, wie intensiv bei uns gewirtschaftet wird. Nur kann man in Europa zu Weltmarktpreisen nicht produzieren. Es ist unmöglich. Ich weiß ja nicht, wenn Sie einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin anstellen, mich kostet das mindestens 2000 Euro im Monat Dienstgeberbeitrag und da verdient die Person noch nicht mal besonders gut. In der Ukraine kostet eine landwirtschaftliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter 150 Euro pro Monat, in Brasilien 80. Nur das, und da gehe ich noch nicht auf Arbeitssicherheit ein, auf die Qualität der Maschinen, mit denen wir arbeiten, auf die anderen Produktionskosten rundherum. Die Produktionskosten sind deutlich höher. Und weil wir diese Weltmarktorientierung zum Dogma erhoben haben, deswegen müssen wir unseren Landwirten dieses Geld zur Verfügung stellen, damit sie überhaupt noch weiter existieren können. Und ich möchte hier schon noch eine Lanze für unsere Bäuerinnen und Bauern brechen. Es ist, die allermeisten würden gerne umweltbewusster wirtschaften. Die allermeisten sind sehr aufgeschlossen dafür, vielfältiger zu wirtschaften, mit Fruchtfolge zu arbeiten, mit weniger Pestiziden und Herbiziden zu arbeiten. Herbizide, ja, das muss man sich als Landwirt aber auch dann leisten können. Denn wenn jeder Landwirt auch hier bei Ihnen weiß, wie man mechanisch Beikraut reguliert, jeder weiß das, nur da fahre ich 4 oder 5 Mal auf den Acker und nicht einmal mit dem Herbizid drüber und die Sache hat sich besprochen. Und unsere Landwirtinnen und Landwirte stehen derartig mit dem Rücken zur Wand, wenn es um die ökonomische Erwerbsfähigkeit geht, um dass man überhaupt noch ein Einkommen für seine Familie erwirtschaften kann, dass sie in die Falle geraten zwischen Investitionen, Schulden, die sie dafür aufnehmen und einer Wirtschaftsweise, wo es um jeden Cent ankommt. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel, der Deckungsbeitrag, also das, was ein Schweinebauer im Moment an der Mast eines Schweines verdient, sind in etwa 15 Euro pro ein Schwein. Sie können sich jetzt ausrechnen, wie viele Schweine Sie mästen müssen, dass Sie eine Familie davon ernähren können. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, auch das hier zu erwähnen, die Landwirte und Landwirtinnen sollten unsere Partner, Partnerinnen sein und sind nicht unsere Gegner. Aber wir müssen auch sehen, dass sie auch aus einem ökonomischen Druck heraus oft so agieren, dass es uns in der Imkerei zu echten Problemen führt, zu echten Schwierigkeiten führt. Und diese Partnerschaft mit der Landwirtschaft ist, glaube ich, ein zentraler Teil der Lösung. Ja, wer ist denn da dann dagegen? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich weiß schon, es muss ja nicht die gesamte Landwirtschaft auf Bio umstellen. Das muss überhaupt nicht sein. Es gibt ganz viele kluge Maßnahmen, ökologische Agrarmaßnahmen, die man auch in der konventionellen Landwirtschaft anwenden kann. Nur ich gebe Ihnen, um das plakativ zu zeigen, das Beispiel des Biolandbaus. Schauen Sie, ich als Biobauer, ich kaufe keinen Kunstdünger. Ich brauche keinen Kunstdünger, ich mache mit Gründünger. Ne? Aber für 1 Kilo Kunstdünger brauche ich in etwa 1 bis 2 Kilo Gas, um den zu produzieren. Jetzt wissen Sie schon, wenn ich hier als Politiker propagiere, lasst uns doch Kunstdünger -50%. Übrigens ein Vorschlag der Kommission in der Farm-to-Fork-Strategie. Gute Sache. -50% Kunstdünger. Ja, das heißt, für jemanden, der mit Gas sein Geld verdient, -50% Geschäft mit Gas. Also die sind da sehr dagegen und haben sehr, sehr viel Einfluss. Jetzt ist es aber so, dass ich als Biobauer auch faktisch keine Pestizide kaufe.
Ja, auch Biobauern verwenden Stoffe, aber das sind meistens entweder überhaupt ungiftige Substanzen, die Mineralien sind, oder Kräuterextrakte, manchmal auch mindergiftige Substanzen. Aber das ist alles nichts, wo jemand Patente drauf hat. Das ist alles nichts, was besonders teuer ist und wo man besonders viel Geld damit verdienen kann. Ja, da haben wir schon wieder einen riesen Unternehmenszweig, der hat ein Problem damit, wenn wir auf ökologische Landwirtschaft umstellen. Ja, und dann machen wir uns Biobauern möglicherweise unser Saatgut auch noch selbst. Sie haben das vorher schon angesprochen, die ganze Gentechnik. Ja, ich komme da kurz danach nochmal zurück auf die Gentechnik und was da gerade läuft auf der Europäischen Unionsseite. Aber auch da mit dem Saatgut wiederum Riesenkonzerne, sind übrigens dieselben wie die Chemiekonzerne mittlerweile, die hier um ihr Geschäft umfallen. Meine Tiere, wir haben Schafe am Hof, wir haben einen Zweifamilienbetrieb, also ich muss mich nicht um die Schafe kümmern, aber die Schafe bei uns am Hof, wir brauchen keine Medikamente. Ja, ganz, ganz selten mal. Ja, natürlich, es kommt mal zu einer Verletzung oder so, aber im Normalfall brauchen wir keine Medikamente. Ja, da fällt die nächste Industrie um ihr Geld um. Und wenn wir das uns ansehen, wer diese Unternehmen sind und wie viel mit der Landwirtschaft verdient wird, dann sehen wir auch, wer diejenigen sind, die uns im Parlament, aber vielmehr noch in den nationalen Regierungen das Leben schwer machen. Der Parlamentsvorschlag, zuerst der Kommission, aber selbst der des Parlaments, war halbwegs in Ordnung. Das Parlament zum Beispiel hat gesagt, lassen Sie uns bei 100.000 Euro Schluss machen mit den Förderungen. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass wir europäisches Steuergeld an internationale Investoren überreichen, als ihr quasi Return on Investment, also sozusagen die Zinsen für ihre Investitionen, wir mit Steuergeld finanzieren. Es kann ja auch nicht sein, dass Oligarchen, oder manchmal sind die Oligarchen auch gleichzeitig Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel in Tschechien, gerade noch oder vielleicht auch gerade nicht mehr, der Herr Babiš, der das größte Agrarunternehmen des Landes führt und jedes Jahr zwischen 35 und 55 Millionen Euro Agrarförderung bekommt, wohlgemerkt unser und ihr und mein, unser aller Steuergeld. Das kann es wohl nicht sein. Das kann wohl nicht bedeuten, dass wir so unsere Bäuerinnen und Bauern unterstützen. Da war das Parlament okay. Fruchtfolge zum Beispiel. Haben wir hart gekämpft, hatten wir auch Unterstützung von anderen Fraktionen, sonst hätten wir ja keine Mehrheit zusammenbekommen. Auch bei den Sozialdemokratinnen, auch bei den Konservativen, auch bei den Liberalen gibt es vernünftige Leute, die bereit sind, auch für das Richtige abzustimmen. Wir hatten Fruchtfolge drin. Fruchtfolge wäre ganz wichtig für uns in der Imkerei. Denn das würde dazu führen, dass wir einfach mehr Vielfalt in der Landwirtschaft sehen. Dass wir verschiedene Kulturen sehen, die wir auch entsprechend nutzen können. Haben wir dort noch durchbekommen. Auch viele andere Themen. Nur wo ist das dann gescheitert? Im Rat ist das gescheitert. Im Rat, an einzelnen Regierungen, am Verteidigen von nationalen Interessen, an dem fehlenden Zusammenhalt zwischen den Regierungen. Und man redet oft über den Lobbyismus bei uns im Europäischen Parlament. Ja, den gibt's. BASF klopft bei mir an, Bayer klopft bei mir an, alle klopfen bei mir an. Manchmal nehme ich die Treffen an und dann finden Sie das in meinem Transparenzregister, oft auch einfach nicht, weil mir die Zeit fehlt und ich weiß ja ohnehin, was Sie mir erzählen werden. Aber da gibt es natürlich massives Lobbying. Nur es ist wesentlich leichter, in Europa eine einzelne Regierung zu lobbyieren, eines kleinen Mitgliedslandes, als das gesamte Europäische Parlament, weil da haben Sie 705 Abgeordnete. Das ist gar nicht so einfach. Also übersehen wir nicht, welche Rolle hier nationale Regierungen haben. Die haben uns das alles wieder runtergekürzt, ganz massiv runtergekürzt, abgeschwächt. Und ja, es gibt in diesem Strategieplan positive Elemente. Sie sind allerdings alle nicht zwingend. Sie sind alle freiwillig. Die Bäuerinnen und Bauern können das annehmen oder auch nicht. Und vor allem, und das wurde schon erwähnt, es gab eine Renationalisierung der, unter Anführungszeichen, gemeinsamen Agrarpolitik. Das heißt, jedes Mitgliedsland macht seine eigene Förderkulisse, um gewisse Ziele zu erreichen. Und die Kommission prüft nur, ob das irgendwie wahrscheinlich erscheint, dass die Ziele mit diesen Maßnahmen erreicht werden. Es liegt also sehr stark an den jeweiligen Nationalstaaten, das heißt sehr stark auch an ihrer eigenen Regierung, wie diese Möglichkeiten, die die gemeinsame Agrarpolitik bietet, wie die genutzt werden in Deutschland. Es ist weniger Brüssel diesmal, sondern tatsächlich die eigenen Regierungen, die hier definieren, wie denn und was denn kommt. Von der europäischen Seite, von der Kommissionsseite, und ich sage Ihnen, Sie wissen, ich bin ein Grüner, aber ich sage Ihnen, das erste Mal, seit ich im Europäischen Parlament bin, sehe ich mich regelmäßig Seite an Seite mit der Kommission, Interessen der Umwelt, der umweltgerechten Landwirtschaft, unserer Imkerei, gemeinsam mit der Kommission zu verteidigen gegen Unternehmen und gegen manche Mitgliedstaaten. Und die Kommission hat einige mutige Vorschläge gemacht. Im Rahmen des Green Deals, ich muss sagen, Hut ab, Biodiversitätsstrategie.
Also wenn das umgesetzt wird, das ist kein Gesetzesvorschlag, das ist nur eine Strategie, aber wenn das umgesetzt wird, was in der Biodiversitätsstrategie steht, dann schaut es für uns deutlich besser aus. Entsprechende Freistellungen von Flächen, entsprechende Unterschutzstellung von Flächen, entsprechende Reduktionen von eben zusammen mit der Farm-to-Fork-Reduktionen von Pestiziden, Reduktionen von Herbiziden. Ja, Herbizide. Nur ganz kurz, weil das vorher Thema war, wollte ich das nur ergänzen. Ich war in diesem Pestizid-Sonderausschuss und habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie es denn überhaupt zu diesen Zulassungen kommt. Aber nur ein Hinweis, die europäische Ebene beschließt nur die aktiven Substanzen, lässt nur die aktive Substanz zu. Sie haben das vorher schon als Problem erkannt und definiert, aber nicht das eigentliche Produkt. Das eigentliche Produkt wird vom BfR zugelassen in Deutschland. Also von wiederum ihrer eigenen nationalen Institution, und das BfR hätte die Möglichkeit, jedes Produkt, auch wenn die aktive Substanz zugelassen ist, natürlich mit Begründung, aber da findet sich reichlich bei Roundup zum Beispiel, hier zu verbieten und den Verkauf zu untersagen. Das wäre durchaus möglich, also auch da möchte ich darauf hinweisen, es zahlt sich aus, in diese Richtung aktiv zu werden. Ja, die Wiederzulassung von Glyphosat, es ist ja mittlerweile ein deutsches Unternehmen, es war recht spannend, weil solange Monsanto ein amerikanisches Unternehmen war, wurden die Klagen nicht zugelassen in den USA. Seit es ein deutsches Unternehmen ist, gibt es Milliardenforderungen seitens der amerikanischen Justiz. Auf einmal ist es evident, dass es krebserregend ist, wusste man zwar vorher schon, aber jetzt wurde es ausjudiziert, aber da kann man sich ausreichend darauf berufen. Das ist eine Problematik, der sollten wir uns stellen. Und es geht auch vor allem um die Imkerei. Das Glyphosat ist ja nicht direkt für die Bienen schädlich, aber es tötet alles, was unsere Bienen halt so für die Ernährung brauchen. Und es geht ja nicht nur darum, dass unsere Bienen Honig finden, sondern für die Gesundheit unserer Völker braucht es die Vielfalt dieser vielen Pflanzen. Sie wissen alle Propolis, aus was das besteht. Das ist, je vielfältiger die Landschaft ist, desto gesünder sind unsere Bienen. Auch wenn sich das in unserem Honigertrag gar nicht wiederfindet, ist das von enormer Wichtigkeit, all diese kleinen Kräuter, die da auf den Flächen wachsen. Ja, was auch eine gute Sache ist, ist die Forststrategie, die jetzt kommt. Auch da wieder massiver Widerstand der Industrie. Ich wurde vorher schon gefragt, bin ich Forstwirt oder Waldbauer? Ich bin eindeutig Waldbauer. Und was ist der Unterschied? Wir sehen in Europa schon sehr stark einen immer stärkeren Zug zu industrieller Bewirtschaftung von Waldflächen, ich würde eher sagen Holzplantagen, also Wälder verschwinden. Holzplantagen kommen anstattdessen immer noch oft in Monokultur, die dann mit schwersten Geräten, Harvestern und so weiter bearbeitet werden, was massiven Klimaschaden verursacht, was aber massiven Schaden auch an der Umwelt, an der Biodiversität verursacht und was vor allem für uns ein Problem ist, weil wir brauchen vielfältige Wälder. Wir brauchen vielfältige Arten in den Wäldern. Und ich sehe hier in Ihrer Region, sieht es da eh relativ gut aus, möchte Ihnen dazu gratulieren. Aber in ganz Europa sieht das sehr anders und oft auch unterschiedlich aus. In den skandinavischen Ländern, die haben Fichtenmonokultur wirklich zur Perfektion getrieben und kämpfen mit allem, was sie können, dagegen eine ambitionierte Forststrategie zu haben. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir ja die Klimaziele niemals erreichen können in der Europäischen Union, wenn wir den Forst nicht mit hereinnehmen, wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass die Senkenwirkung auch tatsächlich im Forst stattfindet von CO2, die uns die Nationalstaaten alle einkalkulieren. Übrigens die Senkenwirkung auch in der Landwirtschaft durch Umstellung von Kunstdünger auf Gründünger. Ich denke, Sie sind da alle, wissen alle Bescheid, Photosynthese, CO2 einsammeln, die Pflanze eingraben, hohe Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherfähigkeit. Und so bringen wir das CO2 wieder aus der Luft und das brauchen wir auch im Forst. Aber für uns ist es vor allem wichtig, die Vielfalt im Forst zu haben, die Strukturiertheit im Forst zu haben, dass auch verschiedene Pflanzen dort wachsen können und auch die verschiedenartigen Bäume, die unseren Bienen eine entsprechende Nahrungsquelle bieten. Das ist ganz zentral für uns. Und der Widerstand kommt hier ja leider eben auch von den skandinavischen Ländern. Und das läuft dann so bei uns auf der europäischen Ebene. Da sagen dann die skandinavischen Staaten, na, das mit dem Forst, da lassen wir uns jetzt nichts reinreden. Das ist unsere nationale Sache. Da haltet euch schön raus, liebe Europäische Union. Und ich sage euch was, wenn ihr uns beim Forst nicht in Ruhe lasst, dann stimmen wir bei der Klimapolitik nicht mit. Und da ist die Kommission schon in einer Zwickmühle, weil wir brauchen die skandinavischen Staaten, um eine ambitionierte Klimapolitik durchzusetzen, weil Polen ist nicht das Zugpferd in dieser Sache, auch Spanien nicht. Also wir brauchen diese Staaten. Das läuft übrigens umgekehrt im Moment auch mit der sogenannten Taxonomie so.
da geht es jetzt nicht ganz unmittelbar um unsere Themen, aber es ist nahe um die Frage, was darf denn in Zukunft eine grüne Investition im Energiesektor genannt werden? Und da erpresst Frankreich gerade die Kommission und sagt, wenn nicht Atom ein grünes Label bekommt, dann stimmen wir der ganzen Taxonomie nicht zu. Und dann hat die Kommission gesagt, na gut, dann stimmt sie halt nicht zu, wir brauchen eh nur eine qualifizierte Mehrheit. Dann hat sich Frankreich zusammengetan mit den Ländern, die gern Gas auf dieser Liste haben wollen. Und jetzt ist der Vorschlag, oder Vorschlag ist gut gesagt, die Erpressung ist, wenn nicht Gas und Nuklear ein grünes Mäntelchen bekommt, dann stimmen wir der Taxonomie nicht zu. Ja, so läuft das bei uns auf der europäischen Ebene. Also rein nationale Interessen werden hier halt sehr oft vor das gemeinsame Ganze gestellt. Und das ist das, was uns aufhält innerhalb der Europäischen Union. Jetzt haben wir eine Kommission, die begriffen hat, was notwendig ist. Und das ist ja nicht nur eine Frage, das ist ja längst keine ideologische Frage mehr. Die ganze Frage rund um Klimawandel, rund um Biodiversität ist ja eine ökonomische Frage geworden. Ist eine Frage, wie wir die Produktivität in der Landwirtschaft auf mittel- und langfristig aufrechterhalten können. Wie wir überhaupt mit den Schäden der Klimaerwärmung zurechtkommen, wenn wir sie nicht ausreichend einbremsen. Das sind alles ökonomische Fragen auch mittlerweile, und da muss man dann manchmal schon tatsächlich von einer gewissen Verantwortungslosigkeit sprechen. Aber doch, die Forststrategie, an der arbeiten wir immer noch. Wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, hier Fortschritte zu erzielen, und vor allem für uns eben in der Imkerei wird das sehr zentral sein. Ja, und was wir auch sehen ist, und das vielleicht abschließend, und das kann ich Ihnen nur als Empfehlung mitgeben. Sie haben angesprochen, meine Berufskollegen, Kolleginnen, jetzt nicht die Imker oder Biolandwirte, sondern die Politikerinnen und Politiker. Ja, wir haben eine Menge Kollegen, Kolleginnen, die aus einseitig Industrie kommen. Zum Beispiel aus der Gentechnik, das wollte ich Ihnen noch gern mitgeben. Was wir im Moment gerade haben, ist einen massiven Druck auf die Kommission, eine neue Gesetzgebung zu erlassen für die sogenannten, jetzt haben sie es sogar umbenannt, das heißt jetzt nicht mehr Gentechnik, sondern New Breeding Technologies. Klingt viel besser, ne? Neue Züchtungsmethoden. Das ist keine neue Züchtungsmethode, sondern der einzige Unterschied ist, dass nicht mehr fremde Gene eingefügt werden, sondern nur unter Anführungszeichen innerhalb des Genpools halt gewisse Gene rausgeschossen oder geschnitten werden. Das ist der Unterschied. Sie haben es vorher in dem Vortrag schon gehört. Nachweisen kann man es aufgrund der ungewollten Schäden, die dabei entstehen. Es ist nach wie vor Gentechnologie mit all dem Gefährdungspotenzial, und das soll jetzt frei auf den Markt kommen, wenn es nach den Lobbyisten geht, die sich leider auch schon bis in die Kommission durchgearbeitet haben, ganz stark auch von Teilen der Wissenschaft leider begleitet. Die erklärt man, das ist alles gar nicht so tragisch. Wenn man dann aber recherchiert, sieht man, dass 7 von 10 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in diesen Beratungsgremien eine gewisse Nähe zum Sektor haben, entweder selbst Patente am Laufen haben auf manipulierte Pflanzen oder vorher in der Industrie gearbeitet haben. Schauen Sie darauf, wo die Leute herkommen, die Ihnen dann sonntags schöne Reden präsentieren und wo Sie dann auch vielleicht nachher hingehen. Mittlerweile ist es nicht mehr so auf unserer Ebene, dass direkt Korruption so mit dem Kuvert oder dem Koffer stattfindet wie früher mal. Heute geht das anders. Heute macht man als Politiker schön brav seine Arbeit für einen gewissen Industriezweig, macht die richtigen Abänderungsanträge, überzeugt möglichst viele Kollegen, dafür abzustimmen. Und dann, wenn man am Ende seines Mandats ist oder am Ende seiner Ministerinnenperiode, ja, dann bekommt man einen wunderbaren Job in einem Vorstand irgendwo, muss nichts arbeiten dafür, verdient 1 Million Euro im Jahr, und dort kriegt man dann den Lohn dafür, dass man sich als Politiker, als Politikerin entsprechend für die Industrie eingesetzt hat. Wir nennen das Drehtüreffekt. Wir versuchen das irgendwie hintanzuhalten mit Transparenzregelungen, dass klar ist, wo kommen Leute her, dass es eine Abkühlphase gibt. Aber bitte schauen Sie drauf, wenn Sie mit Politikerinnen und Politikern zu tun haben. Und vor allem glauben Sie Politikern und Politikerinnen nichts, was sie ihnen erzählen. Sondern beurteilen Sie sie bitte ausschließlich nach dem, was sie tatsächlich tun. Nach dem, wie sie abstimmen, nachdem, wen sie treffen, mit wem sie das Gespräch suchen, mit wem sie sich verbünden, welche Anträge sie selbst stellen und was sie versuchen dann tatsächlich an Politik durchzudrücken. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das als Kriterium Ihrer zukünftigen Wahlentscheidung herzunehmen. Und da meine ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern tatsächlich Menschen und was sie tun und was sie sagen, das miteinander zu vergleichen. Das ist die letzte Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben möchte.
Und damit schließe ich meinen Vortrag. Ich danke herzlichst für die Einladung und ich bleibe noch ein wenig. Und wenn ich dann wieder zum Zug flitze, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, alles Gute für Ihre Veranstaltung und guten Honigertrag nächstes Jahr. Ja, also habe ich zu viel versprochen. Jetzt habe ich schon befürchtet, dass er irgendwie noch was Positives über Politiker sagt, gell? Am Ende, um sozusagen in seiner, wenn er dann wieder in die Blase kommt am Montag in Brüssel, dann, weil irgendeiner könnte ja eventuell da doch das YouTube-Video sehen, gell? Aber wahrscheinlich nicht, gell? Das halte ich aus. Ja. Das ist nicht besonders toll, gell? Wenn man da jetzt hört, wie die nationalen Interessen zum einen in Brüssel wirken. Das würde ja bedeuten, wir müssen den Lobbyismus mehr auf nationaler Ebene machen, weil in Brüssel kommen ja sowieso die nationalen Interessen dann zusammen. Uns wird übrigens immer erklärt, wahrscheinlich euch in Österreich auch, das haben die in Brüssel entschieden. Gell? Und dann haben wir jetzt zum Beispiel den Herrn Schmidt, gell? Der, ich nenne ihn nur, so ist er halt, der Schmidt, der da die Gelegenheit beim letzten Regierungswechsel genutzt hat, bevor die neue Regierung da war, in Brüssel zuzustimmen. Der ist ja jetzt, glaube ich, in Bosnien-Herzegowina hoher Botschafter. Und was verdient man da als hoher Botschafter? Ist egal, muss ja jedenfalls da mal ein bisschen Glyphosat. Ja? Wahrscheinlich ist die Zeit noch zu kurz, dass er bei Bayer mitarbeiten darf. Wie gehen Sie denn damit um mit den Kollegen, die irgendwo, wo es eigentlich klar ist, dass es Lobbyisten sind? Sie sind ja gewählt, die kann man ja nicht wegmobben sozusagen. Nein, aber sehr oft einfach durch sichtbar machen. Sichtbar machen, sichtbar machen, und das hilft schon oft sehr viel. Und was mich am Laufen hält, ist jetzt weniger die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, sondern eher so Gelegenheiten wie mit Ihnen heute, Gelegenheit mit der Zivilgesellschaft gemeinsam etwas zu erreichen. Und das, was wir hier sehen an Politik, die von der Kommission kommt, ist nicht, weil die Nationalstaaten das verlangen, sondern ist, weil immer mehr Bürgerinnen und Bürger das verlangen und die Union selber bemerkt, ja hoppla, wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerungen. Also sollten wir hinhören, was den Leuten denn so wichtig ist. Und das ist schon etwas, da kann ich Sie nur ermutigen, auch diese Aktivitäten sich Gehör zu verschaffen, auch mal mitzumachen an auch zivilgesellschaftlichen Initiativen. Auch Unterschriften helfen manchmal ein wenig. Ja. Wer von euch hat die Bürgerinitiative unterschrieben? Ja. Ja. Also eigentlich bin ich stolz auf meine Leute, gell? Eigentlich. Letztes Mal habe ich nämlich gefragt, wer hat Bienenstrom? Mhm. Hat fast keiner gestreckt, aber dann habe ich abgefragt, bin ich durchgegangen. Mhm. Und die meisten haben hier Photovoltaik oder irgendeine Art von Alternative schon. Ja. Und das, wie sieht es denn jetzt aus in der Zusammensetzung? Wer hat irgendwie Alternative, grünen Strom, egal was? Ist schlechter geworden. Respekt, gell? Respekt. Ja, immerhin. Aber es ist immer, also weit mehr als die Hälfte, und das ist nicht repräsentativ für die Imkerschaft. Weil Sie wissen ja, in Österreich ist die Imkerschaft vor allem in Ihrer Region besonders traditionsbewusst. Ja, man könnte auch sagen, borniert. Aber bei uns, wir kommen dann auch gleich. Gell? Wir kommen auch gleich. Ja. Also, es ging tatsächlich schneller jetzt und ich weiß nicht genau, wann wir Sie dann zum Zug bringen dürfen, aber dann würde ich doch sagen, 5 Stühle nach vorne oder 6, die Strohstühle, und dann machen wir doch noch ein halbes Stündchen. Ja?